Ihr seid es schon wieder. Guten Morgen. Ja, dann kommt wie immer mit einfach. Fuck that. I was always hanging with the thugs at. I was always hanging with the rugrats. Someone come and show me where the drugs at. Someone come and pop on a hot song. Mean I'm my shit, get an iPhone. Take a video, I'll make a last song. Get some popcorn, cause I murder every single instrumental that I get on. And I'm motherfucker with gonna stop the shit. Until I'm making up, I'm like a Tupacalypse. Until I'm killing everybody like an ass. Until I'm revolutionary like a Gandhi is. Until I'm popping all these bottles to accomplish me. Until I'm always on a matter with the comedy. Until whenever somebody is feeling talkative. My name is. So, mit Sport heute fertig. Steht ein langer Tag bevor. Es geht an die Uni. Ich muss für meinen Job als Art Director einiges noch machen. Und dann gehen wir heute aus, seit langem mal wieder. Und ich versuche euch überall mitzunehmen. Just remember me the right way. Want you to keep in mind today, better than yesterday. And for my fellow companions, all I could do was pray. But remember me like your memory. Just like a fragment of a kin, friend or enemy. So many enemies trying to get in. Tschüss. Wieder am Fressen noch. Ja, Mama. Tom bei Fein. Echt, Marquitos ist da. Wer ist denn da? Ich nehme dann meine mit. Ich nehme dann meine mit, oder? Oder wollen wir alle mit einem machen? Die Auto-Tracking-Funktion in 4D. Sag mal dann. Der Tag ist nicht bestimmt. Bis gell? Wer bist du jetzt? Du kannst mich Gott oder Genie nennen. Wieso? Ja, wegen meiner Genialität. Ganz einfach. Siehe. Ja, dein super Kanzel. So all I'm asking you to do is. So, jetzt kann man weiterarbeiten. Unterricht zu Ende, weiter geht's. Da ich den ganzen Tag wieder mal nur am Rechner sitze, wollte ich euch eine Inspirationspille geben. Und zwar will ich eine Geschichte erzählen, die ich schon mal in meinem Blog geschrieben habe, die ich in meinem Podcast erzählt habe und die ich aber auch jetzt zum dritten Mal erzählen möchte, weil eventuell hast du, mein lieber Zuschauer, überhaupt gar nicht mal mitbekommen, was ich da vorgemacht habe. Auf jeden Fall möchte ich heute als Inspirationspille eine Geschichte erzählen, und zwar darüber, dass ich der Meinung bin, dass jeder Mensch in deinem Leben, in meinem Leben, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Dass man niemanden ignorieren oder als nutzlos betrachten darf, sondern dass jeder Mensch irgendetwas zu
deinem Charakter, zu deinem Werden, zu deinem Ich-Sein einfach mal was beiträgt. Und zwar habe ich 2009 an der Uni Konstanz mein Lehramtsstudium begonnen und es war Mathematik, Ethik und Russisch. Und ich war mit meinen Vorkenntnissen in Mathe so dermaßen hinterher, dass ich gar nicht wusste, wie ich das alleine schaffen sollte. Und ich habe dann nach Hilfe gesucht, also nach irgendwelchen Gruppen, die zusammen lernen, nach Nachhilfen und so weiter. Und habe dann mich, glaube ich, nach circa 2 Wochen nach dem Studiumbeginn entschieden, okay, ich packe mir jetzt jemanden einfach und frage, ob der mir helfen kann oder ob ich mit dem lernen kann. Und so ist es passiert, dass ich dann Benny getroffen habe. Ich habe Benny ganz einfach gefragt, hey, ich habe gesehen, ihr lernt in der Gruppe, darf ich mit euch mitmachen? Ich verstehe das alles nicht. Er war so cool, so nett, hat gesagt, ja klar, natürlich, komm mit. Wir haben viel miteinander gelernt. Ich glaube, mehr Quatsch gemacht als gelernt, aber auf jeden Fall haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und irgendwann ist unsere ganze Gruppe auseinandergefallen, weil viele abgebrochen haben, so wie ich, weil viele verschiedene Richtungen eingeschlagen haben. Also auf jeden Fall sind wir alle so zerstreut durch die Gegend geflogen. Aber Benny und ich, wir sind uns immer so nah geblieben, sind in Kontakt geblieben. Und ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, waren wir einmal brunchen und Benny hat ein neues Spielzeug rausgeholt. Das war eine Spiegelreflexkamera. Er war überhaupt nicht von der kreativen Sorte, aber er hat halt sich etwas gekauft, auf was er gerade mal Bock hatte. Und dann war es so, dass er damit ein bisschen fotografiert hat. Und ich habe dann gesagt, hey, lass mich mal probieren. Und habe die Kamera in die Hand genommen, ein paar Bilder geschossen und weg war ich. Es hat mich so fasziniert, dass ich nach Hause gefahren bin nach dem Brunch und habe mir damals noch mit der Kreditkarte von Amazon und Ratenzahlungen eine Spiegelreflexkamera bestellt, meine erste. Und ab da hat alles begonnen. Ich habe angefangen, alles über Fotografie zu lesen, anzuschauen, versucht Bilder nachzumachen, angefangen Leuten zu folgen, die selber fotografieren. Also ich war einfach nur hin und weg. Und das hat dazu dann beigetragen, dass ich auch mein Studium abgebrochen habe. Ich habe mich ein paar Mal an der Hochschule in Konstanz beworben für Design und also für Kommunikationsdesign und dann auch später hier an der Schule angefangen zu studieren. Aber was ich sagen will, Benny hat circa nach 2, maximal 3 Wochen, nachdem ich mich so von ihm inspirieren lassen habe, die Kamera verkauft. Er hat nie wieder fotografiert, er hat nie wieder etwas mit kreativen Sachen zu tun. Er hat angefangen ein IT-Studium, keine Ahnung, aber auf jeden Fall überhaupt nichts, was mit dem, was ich heute mache, zu tun. Das heißt, er kam kurz in mein Leben rein, hat es verändert, auf den Kopf gestellt und es weitergezogen. Und das Coole daran ist, dass es öfters mit vielen Menschen so passiert. Ich meine, ich treffe sehr oft Menschen, die haben irgendeinen Einfluss auf mich, ein paar Worte genügen schon und sie ziehen weiter und das hat mich irgendwie geprägt. Es hat mich verändert, es hat mich zum Nachdenken gebracht und ich bin dann ein anderer Mensch ab dem Zeitpunkt. Und genau das möchte ich heute sozusagen hervorheben. Jeder Mensch spielt in deinem Leben eine gewisse Rolle, eine positive oder eine negative, aber auf jeden Fall beeinflusst es dich so, dass du nicht mehr dasselbe bist wie ein paar Sekunden oder ein paar Monate davor. Und das ist gut so. Deswegen empfang jeden Menschen, der dir entgegenkommt, als Geschenk. Und verscheuche es nicht, aber halte dich auch nicht, also klammer nicht an diesen Menschen. Weil manchmal kommen die Menschen einfach nur, um dich zu verändern und gehen dann wieder. Und das ist auch okay so. Schaut euch das an. Das ist ja geil. Ey, mit sowas habe ich mal gefilmt sogar. Ja, Mann. Von Sony.
Geil, mit Kassetten. Wird man das heute noch machen, benutzen können? Ich weiß gar nicht mal, wie ich das importieren sollte.